Wisst ihr, warum es immer mehr Erwachseneninhalt von Spielen gibt, die wir als Kinder gespielt haben? Nun ja, weil wir alle erwachsen geworden sind und damit auch die seltsamen Individuen, die sich denken, man muss von allem NSFW-Inhalt machen. Was meine ich mit NSFW, Not Safe for Work, also anstößige Sachen? Sowas wie, naja, spicy Filme halt. In dem Sinne, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, in diesem Video einmal über diesen Teil der FNAF-Community zu gehen und zu gucken, was für kranke Scheiße man denn bei uns findet. Und ich muss von vornherein sagen, das war ein Riesenfehler. Denn die Sachen, die ich gesehen habe, haben mir mentale Schäden zugefügt, die wahrscheinlich irreparabel sind. In dem Sinne möchte ich das Video in insgesamt vier Teile aufteilen. Und ich würde sagen, warten wir nicht mal mehr länger und fangen direkt mit Fanarts an. Denn das ist ein großes Problem in der FNAF-Community. Jeder YouTuber von uns, der mal ein Video für ein Video irgendwas gesucht hat oder jemand, der einfach nur ein cooles Fanart haben wollte von seinem Lieblings-Animatronic, ist auf diese Sache gestoßen. Man googelt Glamrock Chica, weil man ein Riesenfan von Security Breach ist. Und was sieht man hauptsächlich in der Fanart-Sektion? Genau, ihr nicht angezogener Körper. Denn das ist das meiste, was Leute von dir zeichnen. Ähnlich geht es wie mit anderen Animatronics. Also dachte ich mir, gehe ich einmal hin und gucke auf einer ganz berühmt-berüchtigten Seite, Rue34, was man denn so finden kann. Und als ich auch nur FNAF eingab und eine Zahl von 3.997 Bildern auftauchte von Chica, habe ich mir gedacht, dass ich diese Seite nicht mehr besuchen möchte. Und stattdessen die Google-Suche nutze, denn das ist mir zu extrem und ich will nicht zu mental gestört werden nach dieser Videorecherche. By the way, dafür, dass ich diese Scheiße recherchiere und mir angucke, gebt dem Video mal ein Like, abonniert und schreibt es in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. In dem Sinne muss man schon sagen, dass auf so einer Seite solche Aufrufzahlen in Verbindung mit Chica sehr seltsam ist. Ich meine, es ist nicht mal Toy Chica. Wo wir gerade bei Toy Chica waren, wenn wir einfach nur mal auf Google gehen, dann finden wir schon solche abgefuckten Fanarts. Ja, Leute, ich werde nichts Komisches hier raussuchen. Ich will mir auch nichts Komisches geben. Deswegen sticke ich jetzt mal zu normalen Fanarts. Ich meine, mein Liebstes war, wo man ihr Fingermalenfarben gegeben hat und anscheinend ein bisschen zu krass auf die Tube gedrückt hat. Und es ihr ins Gesicht gespritzt ist und in den Mund. Deswegen, naja. Das kann man auch mal falsch verstehen, vielleicht waren da keine bösen Intentionen, aber wenn man dann ein bisschen weiter scrollt und so eine Scheiße sieht, weiß man genau, worum es hier geht. Aber vielleicht ist es auch nur ein Toy Chica-Phänomen. Ich meine, die ist ja schon draußen seit wie lang? Fucking 8 Jahren gibt es Toy Chica schon. Mehr, 9. Das heißt, es macht Sinn, dass es von ihr komische Sachen im Internet gibt. Nun gibt es Roxy erst seit halb so lange. Deswegen kann es nicht so schlimm sein. Oh mein Gott. Es ist schlimmer. Aber ich hätte das wissen müssen. Denn Fanarts bei solchen Animatronics sind einfach nur krank. Nun sind doch bestimmt bei männlichen Animatronics weniger schlimme Fanarts. Ich meine, keine Ahnung. Ich hätte nicht Glamrock Freddy googeln sollen. Fanarts lassen sich nämlich in ein paar Kategorien unterteilen. Die meisten sind natürlich commissioned von irgendwelchen Leuten, die gewisse Fantasien haben. Die schreiben dann einem Zeichner und der setzt die dann in die Wirklichkeit um. Nun habe ich schon alles gesehen in diese kranken Scheiße. Ich habe extrem muskulöse Animatronics gesehen. Guckt euch diesen Freddy an. Ich meine, ich feiere Bodybuilding, deswegen ist das cool, aber das ist ein bisschen krank meiner Meinung nach. Dann habe ich schon fette Animatronics gesehen, die einfach nur extrem fett sind. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber keine Ahnung. Einfach ultra fette Animatronics. Nichts gegen fette Menschen, bin selber dick, aber what the fuck? Ich will nicht mehr fette Chica sehen oder fette Roxy. Das braucht man nicht, Alter. Das ist einfach nur widerlich. Oder habe ich sogar Animatronics in Windeln gesehen? Aber darauf habe ich gar keinen Bock mehr. Außerdem muss man auch sagen, dass teilweise Fanarts auch mit Gregory entstehen und das wollte ich partout nicht mal suchen. Ich weiß von der Existenz von Janmus Video. Und dementsprechend muss das einmal hier erwähnt werden. Und ich tue auch jeden von euch dazu aufrufen, wenn ihr solche Fanarts seht, diese Person zu melden. Denn das ist meiner Meinung nach und eigentlich auch objektiv Pädophilie.
Gut, ist es ein nicht existierender Charakter, trotzdem porträtiert es ein Kind in einem seltsamen Zusammenhang. Deswegen würde ich sowas immer melden, wenn ich sowas sehe. Und das tue ich auch aktiv, weil es ist widerlich. Nun ist ein anderer Teil von FNAF 18 Plus Content Videos. Und nein, ich gehe nicht auf die ganz krassen Seiten und gucke mir richtige spicy Videos an, aber ich muss das nicht mal machen. Denn auf YouTube gibt es bereits Shit, der krank genug ist. Ich gebe einfach nur ein FNAF NSFW und dann bekomme ich diese Playlist hier. Sex so FNAF, in der man Banger findet wie Foxy Puppet Chica Jump Lover Compilation. In der einfach viele unterschiedliche Animatronics den Night Guard verführen und die Models sind einfach nur cursed, Alter, und sehen richtig weird aus. Und da habe ich ein Video gesehen, wo am Ende Freddy mit der Shotgun steht und Foxy wegschießt. Ich meine, war ein interessanter Joke. Hatte ich jetzt nicht erwartet von so einem abgefuckten Video. Aber was ich auch nicht erwartet hätte, wäre Leute in den Kommentaren, die die ganze Zeit sagen, oh, das war meine Kindheit, wer das auch mit 8 geguckt hat. Bro, what the fuck? Was haben sich Leute mit 8 gegeben? Es ist einfach nur verwirrend, so eine Scheiße zu gucken. Vielleicht gibt es noch andere Videos. Wir haben noch eine Animation, wie irgendein Typ in Five Nights at Anime 2 und 4 irgendwelche komischen Sachen macht mit den Animatronics. Was zum Teufel? Warum existiert sowas? Ich meine, man könnte einfach die Five Nights at Anime-Spiele spielen, wie wir das eventuell auch später machen werden. Und dann hat man es doch. Warum muss man das animieren und auch so komisch? Und warum ist es auf YouTube nicht mit 18 plus versehen? Ich werde sowas niemals verstehen. Und wir reden nicht über dieses Baby-Video mit 2 Millionen fucking Klicks. Denn das ist einfach nur krank. Also die Aufmerksamkeit, die diese Videos generieren, ist abgefuckt. Und ich meine natürlich, Leute. Es gibt Leute, die Let's Playing mit solchen Thumbnails. Es ist ja klar, dass es viele Klicks bekommt. Aber ich finde es einfach nur fucking fragwürdig, solche Content auf der Website hochzuladen ohne Altersfilter. Ich meine, hier sind Leute, die spielen eine Nude-Mod von Five Nights at Freddy's Security Breach mit nackten Animatronics und sogar einem weiblichen Monty. Auf welchen er diese Reaktion hatte? This guy. Let's see. What do we got? Oh my. Those are huge. What the fuck? Ich meine, Leute, holy shit. Was geht hier ab? Ich weiß nicht, warum man das Let's Playen sollte. Ich meine, hatte ich ein paar dumme Mods an? Ja, ich hatte Fat Benny Art. Aber das ist nicht so ein Shit. Also, es ist so krank, was man an Videos über FNAF findet, schon auf YouTube. Und ich bin nicht mal hingegangen und habe irgendwas auf irgendwelchen seltsamen Seiten mir gegeben. Und ja, Leute, man findet solche kranken Videos ohne Probleme. Und das ganze Internet ist zugemüllt von denen. Wir haben so viele komischen Animationen, die einfach nur Bait sind, um Leute auf der Website zu locken, wo dann wirklich kranker Scheiß abgeht. Und das ist wirklich ein Problem. Denn das ist einfach zugänglich für jede Person. Ich wünschte, es wäre nicht zugänglich, weil ich das da nicht sehen müsste. Das ist wirklich krass. Es ist wirklich der zweitschlimmste Teil der Community, meiner Meinung nach. Diese komischen Videos. Der schlimmste sind mit Abstand die Spiele. Aber wir sind noch nicht bei den Spielen. Wir sind nämlich vorerst bei den Fanfics. Da hätten wir erstmal die berühmt-berüchtigte William Afton X-Reader-Fanfic mit 400.000 Leuten, die Scheiße gelesen haben. Ich meine, die Person ist bestimmt talentiert und ich habe mich da ein bisschen reingelesen. Ich muss sagen, ja, so Spannung aufbauen war okay, da war ein Spannungsbogen, die Story ist interessant. Ich meine, im Endeffekt ist es einfach nur eine Story, wie wir neben die Afton-Family ziehen und verführt werden. Ich weiß zwar nicht, warum man von diesen kranken Personen verführt werden sollte, aber da ging kranker Shit ab, will ich damit sagen. Also die Fanfics sind kein bisschen besser als die Bilder, die fucking Fanarts, aber soweit so gut. Das ist das berühmteste FNAF-Fanfiction-Ding. Falls es einer von euch gelesen hat, und ich hoffe, ihr seid verdammt noch mal 18, wenn ihr das kommentiert, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es war. Ich fand es nämlich eher ein bisschen weird, meiner Meinung nach. Weil da hätten wir natürlich auch noch The Best Nights of My Life, wo jemand im Pizzaplex arbeitet und halt einfach eine coole Zeit hat. Natürlich ist immer irgendwo der Unterton von Romanzen und anstößigen Sachen, aber soweit ich gelesen habe, war das gar nicht so übertrieben. Also da hat man nicht probiert hinzugehen und zu sagen, oh, der knallt den Animatronic, dann den. Und dann dieser fragwürdige Charakter, in dem eigentlich ein Kind steckt, macht das zu ihm. Das ist schon mal gut, dass das nicht vorkam.
Aber trotzdem war da irgendwie die ganze Zeit eine seltsame romantische Spannung in der Story und holy shit, Leute, das ist so weird. Und denkt dran, ich habe die überflogen. Ich kann für dieses Video, wenn ich will, dass es noch dieses Jahr rauskommt, nicht jedes Spiel und jede Fanfiction komplett lesen, aber ich muss schon sagen, dass Fanfictions wohl der eher zahmere Teil sind der Community. Ich meine, Fantasien her sind schon krank, aber das nicht zu sehen ist schon mal besser. Trotzdem gibt es da auch echt abgefuckten 18-Plus-Content, von dem ich möchte, dass ich Minderjährige so weit wie möglich fernhalten, denn ich finde das ziemlich fucking krank, dass das so leicht zugänglich ist. Und das alles ist doch gar nicht so schlimm, was ich bis jetzt besprochen habe. Denn, ja, mein Gott, da hat man halt mal ein anstößiges Video auf YouTube, wie sich irgendwelche Animatronics, die einfach nur komisch geformt sind und seltsam aussehen, irgendwie anfassen. Ja, scheiß der Hund drauf. Oder die Fanarts, da kann man schlechten Riegel vorschieben, wenn andere Sachen einfach sehr, sehr leicht zu finden sind. Aber Sachen, die ich wirklich, wirklich nicht okay finde, mit der Ausnahme von einem Spiel, sind Fangames. Die Fangames der 18-Plus-Variante in FNAF sind einfach nur crazy abgefuckt. Die haben da Fangames, die im Kern extremst gut gemacht sind. Vom technischen Aspekt her, vom visuellen. Aber dann porträtieren die irgendwelche kranken Fantasien. Ich will nicht Freddy Fazbear mit einem Riesenschlong sehen. Das wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht von einer weiblichen Freddy Fazbear-Version verfolgt werden. Aber das ist alles zugestoßen in diesen drei FNAF-Spielen. Nun fangen wir direkt einmal an mit Five Nights at Fazboobs. Danke zunächst einmal für den zensierten Modus. Da muss ich direkt einmal Kudos an den Entwickler geben. Er gibt nicht nur eine dicke Alterswarnung am Anfang des Spiels, er gibt eine Epilepsiewarnung am Anfang des Spiels und er gibt einem die Möglichkeit, das zensiert zu spielen mit einem Mausklick. Das ist wirklich gut und das ist wirklich eine gute Sache. Ist das Spiel immer noch anstößig und zu anstößig für, meiner Meinung nach, selbst für einen Teenager? Ja. Denn das sieht trotzdem doch wie die größte Furry-Fantasie aus, die es gibt. Ich meine, ihr seht es ja im Hintergrund gerade, ne? Trotzdem bin ich dankbar dafür, dass es zensiert wurde. Ich habe heute genug Shit schon gesehen. Ich meine, essentiell ist es FNAF 1 Gameplay mit einer Menge von Furry-Shit. Die Animatronics sehen auch sehr Furry-artig aus. Und das meine ich nicht in schlechter Art und Weise. Die sind einfach fällig und halt sehen mehr aus wie Personas als jetzt wie jetzt so ein Maschine. Ne? Sonst haben wir noch ein paar coole Easter Eggs wie Junkie Pikachu mit einem fetten Ass und Toriel von Undertale. Naja, sonst ist das Game eigentlich recht unauffällig, hat solide Mechaniken und ist an und für sich ein gutes Fangame. Ich kann da nicht mal so viel Schlechtes zu sagen. Es ist okay. So, ich finde, es ist ein bisschen krank. Und uncensored würde ich das auch absolut nicht spielen. Aber an und für sich porträtiert das jetzt keine richtig kranken Sachen oder komischen Fantasien. Natürlich Animatronics in jeder Körperform, die einfach nur irgendwas mit einem Bart stellen wollen. Ich habe mich auch nicht jumpscannen lassen. Da hatte ich gar keinen Bock drauf. Aber sonst ist das Spiel an und für sich einfach anstößiges Stuff. Und meiner Meinung nach auch ganz okay mit den Warnungen umgegangen. Epilepsie-Warnung ist immer gut, wenn man das einblendet, weil, ja, Flashing Lights, das ist wirklich gefährlich. Aber trotzdem ist es ein FNAF-Porn-Game und es ist einfach nur schmutzig und es ist irgendwo ekelhaft. Aber als nächstes kommen wir zu einem Spiel, das den Vogel nicht abgeschossen hat. Das hat einen nuklearen Sprengkopf auf den Vogel geworfen. Five Nights at Freddy's. Und das hat mir einmal ein Zuschauer mal geschickt und ich habe nicht draufgeklickt. Und ich weiß, wie dachte, ach nee, Digga. Und falls du das hier siehst, wer auch immer mir das geschickt hat, du weißt genau, von wem ich rede, sollst du dir sowas nicht geben. In deinem Alter ist das verdammt nochmal schädlich. Und ich hab dir dazu eine gut genug Standpauke gehalten. Außerdem schickt das kein Person, Alter. So cursed, Alter. Auf jeden Fall Five Nights at Freddy's Nightclub oder so heißt die Scheiße. Und das ist wohl das schlimmste FNAF Not Safe for Work Game, das ich je gefunden habe. Es hat wirklich kranke Szenen, die einfach nur ekelhaft sind. Five Nights at Fazboobs war schon... Aber dieses Spiel ist einfach nur übertrieben. Ich habe es gezockt, bis ich von Freddy verfolgt wurde. Und dann dachte ich mir so, nein, weil das hat gereicht. Das Game hat ein echt gutes Gameplay. Leider ist das Gameplay vom Spiel an und für sich echt gut. Sachen aufheben gut. Der Artstyle funktioniert. Das Rumbewegen funktioniert gut. Generell,
ist das Spiel einfach sehr gut gemacht, aber das Maß an krankem Shit, was da drin ist. Also erstmal sind da irgendwelche Poster, wo Animatronics einfach nackt draufstehen und irgendwelche Slogans sagen, wie zum Beispiel, dass Chica einem Chicken Nuggets geben will und ich glaube nicht, dass die von normalen Chicken Nuggets spricht. Kranker Scheiß. Dann haben wir noch einen scheiß Schwind gefunden mit einem Bild von fucking Female Freddy Fazbear, der irgendeine weiße Flüssigkeit abbekommen hat. Ich tippe mal, jemand hat auf den Milch gekippt oder so, weil er den für einen braunen Cookie gehalten hat. Und Cookies und Milch einfach besser zusammenpassen. Und kranker Shit auf jeden Fall. Außerdem muss man Freddy immer am Tanzen halten, weil sie sonst einen holen kommen. Was oft passiert in einer Chase-Scene, denn man spielt hier einen normalen Typen, der nichts Böses gemacht hat. Ich meine, er braucht einen Job, er wurde bei Beckes gefeuert, was ein Loser, und geht jetzt hin und bewirbt sich in diesem Nachtclub. Nun läuft das nicht so gut, denn der gute XY, man kann seinen eigenen Namen da reinstellen, quasi als Self-Insert, trifft auf diesen Nightclub, in dem er wie in jedem anderen FNAF 18-Plus-Spiel die Animatronics nicht anfassen darf. Denn, weil dann wird er sodomiert, wie er gesagt hat. Und das heißt anscheinend, dass man ihm Sachen irgendwo einführt. Brutal. Okay, er hat gesagt, er will nicht, dass sein Arsch gebrochen wird und versucht deswegen jetzt gegen die Animatronics zu kämpfen. Nun macht er das, indem er sich die vom Leib hält und trotzdem aber gewisse Arbeit machen muss, wie zum Beispiel einen Generator anschalten, den irgendeine mysteriöse Person ausgeschalten hat. Und das ist im Endeffekt das Spiel. Es ist traurig, dass so ein grundsolides Spiel einfach davon runtergezogen wird, dass es halt so eine ekelhafte Natur hat. Und ich würde mich extrem freuen, dass, wenn man den ganzen Content da rausschneidet, von mir aus die Models lässt, die vielleicht ein bisschen mehr anzieht, einfach das Spiel weitermacht, dann würde ich sogar vielleicht spielen. Aber dieser ganze kranke Content, Alter, da gibt es irgend so eine Galerie, dann habe ich irgendein Christmas-Spiel da mal gesehen, das einfach nur komisch ist, Leute. Also es ist, ich verstehe, dass es ein Spiel für Erwachsene ist, aber ich werde einfach mit diesem Gedanken nicht warm, dass die Animatronics für sowas missbraucht werden. Und ich nenne es Missbrauch, weil es Missbrauch ist. Und ja, das Spiel ist gut gemacht, aber echt krank, meiner Meinung nach. Und damit will ich auch erstmal diese Sektion abschließen. Spielt übrigens nichts von dem, was ich euch hier erzähle. Spielt höchstens Five Nights in Anime. Das ist das einzige Fangame, was mich hiervon zu 100% überzeugt hat. Ist es schmutzig? Ja. Aber es ist ein solides FNAF 1 Spiel mit okayen Animatronic Designs, die nicht übertrieben anstößig sind und ein, zwei neuen coolen Animatronic und Gameplay Twists, die einfach nice sind. Das ist wirklich ein Spiel, das würde ich sogar sehen einmal zu Let's Playen. Bei den anderen ganz bestimmt nicht, Digga. Das kann man nicht bringen. Aber das ist wirklich ein Spiel, wo ich mir einfach denken würde, hey, Das hat mich genug überzeugt. Ich meine, FNAF 1 Gameplay ist immer gut, ne? Und ein paar extra Twists da rein. Ist eine interessante Story. So, das ist das einzige FNAF 18-Plus-Spiel, was mich nicht komplett zum Kotzen gebracht hat. Im Endeffekt müssen wir auch hier wieder auf Animatronics aufpassen, bla bla bla, wir kennen das Spiel schon. Und die wollen komische Sachen mit uns anstellen. Nun, fertig. Mehr muss man nicht machen. Und das war eine schöne Erholung von dem ganzen kranken Shit, den ich mir für dieses Video habe geben müssen. In dem Sinne, vielen Dank, wenn ihr bis zum Ende da wart. Und wenn ihr nicht volljährig wart, bin ich echt pissig, denn verdammte Scheiße, Leute, ihr solltet euch sowas nicht geben. In dem Sinne, relaxing game, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank, dass du dir das Video bis ans Ende angeguckt hast. Und besonderen Dank geht nochmal raus an unsere Kanalsupporter: Mike, Goldgamer PG, Tulman, XX, Baguette Sniper, XX, Janbu, Tristan, Nerger, Puppet, aka Chaos Johnny. Vielen Dank für eure Hilfe und wir sehen uns im nächsten Video.